Damit ein herzliches Willkommen zu Season Nummer 6, Leute. Und es ist alles anders als gedacht, denn im heutigen Rennen werden wir ordentlich Probleme bekommen mit der Konkurrenz. Aber vor allem auch unsere Mega-Pace von der letzten Season ist komplett Geschichte. Also hier auf diesen 5,4 Kilometern, 15 Kurven langen und vor allem auch 3 DS-Zonen starken Bahrain Grand Prix werden wir heute unser blaues Wunder erleben. Jetzt schon mal im Qualifying. Abonniert unbedingt gern kostenlos, dass ihr nichts mehr verpasst. Lasst auch unbedingt gern ein Däumchen rum da und auch gern, schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Jetzt geht's los in meinem finalen Quali-Run hier. Und ja, ich bin beim dritten Run, Leute. Es ist ganz, ganz schwierig. Auch hier ein bisschen den Scheitel in Turn 1 verpasst. Aber dennoch konnte ich ein bisschen Zeit gut machen beim Rausbeschleunigen. Hier sind wir bei einer halben Zehntel. Und ja, das ist wirklich extrem schwierig. Ihr seht es auch, unser neues altes Design ist das Basic Design. Denn ich habe mir so ein bisschen zum Thema gemacht, back to the roots, also zurück zu den Ursprüngen, wo wir angefangen haben. Denn ich habe ja auch geplant, dass das vermutlich die aktuell letzte Season mit dem Audi-Team sein wird und wir dann vielleicht noch mit einem legendären Vergangenheitsteam noch einmal richtig rein starten werden. Aber jetzt hier mal runter, da konnte ich ein bisschen Zeit gut machen. Aber generell, das Auto fühlt sich nicht mehr so extrem gut an, als das ja war. Jetzt auch im Mittelsektor hier und wir sind eine Zehntel hängen hinterher, aber auch generell die komplette Pace stimmt nicht. Wir haben auch einen neuen Teamkollegen, den werdet ihr dann in der Startaufstellung sehen, aber dazu möchte ich später natürlich auch noch mehr sagen. Jetzt hier grün im ersten Sektor, da konnte ich ein bisschen Zeit gut machen, eine Zehntel hier aus der letzten Kurve raus, wird natürlich noch einmal alles entschieden, denn da wird es sich zeigen, ob wir Zeit finden oder eher nicht. Raus aus der letzten Kurve. Und da finde ich extrem viel Zeit, fast eine Zehntel. Ja, gucken wir mal. Und trotzdem viel Zeit. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Yuki Tsunoda steht auf der Pole Position und Lando Norris steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Theo Pourchaire, Russell, Gasly, Hauge, Leclerc, Sainz, Verstappen, Oscar Piastri, der Wissenschaftler, Ocon, Stroll, Daruvala, Drugovic, Doohan, Albon, Liam Lawson, De Vries, Sargent, Joe und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Das Qualifying war sehr ernüchternd, Leute, das möchte ich schon mal sagen und ihr seht euch jetzt rechts hier, Oscar Piastri ist unser neuer Teamkollege. Ich freue mich extrem, er hat es auch direkt geschafft, uns mit ein paar Tausendstel im Qualifying zu überbieten und Charles Leclerc ist ja ganz, ganz schlecht gestartet und ja, da zieht Dennis Hauger einmal komplett drüber und ich habe hier keine Chance. Ich bekomme die Kollision mit Leclerc, obwohl es ja unfassbar eng ist. Hier in Turn 1, Mann, was macht Leclerc, da gibt es die Berührung zwischen Leclerc und Verstappen und ich bin hier wirklich nur Zuschauer. Ich kann nur gucken, ja, wo komme ich irgendwie vorbei, aber es ist wirklich unfassbar eng hier. Max Verstappen, den könnten wir hier mit einem späten Move, ja, irgendwie überholen. Das Problem sind natürlich, dass hier viele mit Weiß gestartet sind und dann dazwischen aber auch ein paar mit Rot. Und deswegen, ja, sind halt wirklich so kleine Staus hier gebildet. Ich hoffe auch, dass Yuki eventuell ein bisschen den Sainz hier einbremst und wir dadurch minimal vorbeikommen. Aber das ist natürlich nur eine große Hoffnung, denn bei so einem Riesen, Zeitenunterschied, der uns zur Spitze gefehlt hat, also das waren ja fast 8 Zehntel, die mir da auf die Pole Position gefehlt haben. Die Mercedes waren da in einer komplett anderen Dimension und da bin ich echt sehr baff, denn gerade beim ersten Rennen in deiner letzten Season willst du halt nicht so einen unfassbaren Zeitenunterschied sehen. Vielleicht liegt es auch nur an der Strecke, vielleicht auch am Setup, oder na gut, am Setup kann es jetzt nicht unbedingt liegen, also wenn ich 8 Zehntel im Setup ein Setup findet, das 8 Zehntel schneller ist als das, was ich jetzt habe, dann wäre ich da echt sehr zufrieden. Also nein, es muss da wirklich tatsächlich an meinem Fahrstil vielleicht was ein bisschen geändert werden. Vielleicht war ich auch teilweise zu aggressiv. Ich habe auch vielleicht die ein oder andere Einstellung etwas aggressiver eingestellt. Und hier geht jetzt mal Carlos Sainz an Yuki, probiert es zumindest vorbei. Jetzt ist er mal vorbei. Wird sich das jetzt auch über Turn 1 hinaus behaupten? Tatsächlich, Sainz quetscht sich, glaube ich. Nein, Yuki, mach das und ich quetsche mich jetzt auch hier durch, kann mich da direkt im Windschatten von Sainz hängen.
aber ich bin halt einfach viel zu langsam. Guckt euch die Pace an, wie der Yuki da den Berg rauffahrt. Das ist wirklich krass. Ich habe auch das E-Race jetzt nicht aufgedreht, aber dennoch, die Straight Pace war einfach krass. Er hat natürlich auch Windschatten, aber ich auch. Jetzt gucken wir uns noch einmal hier die Start-Replay an. Und eins ist auf jeden Fall zu sehen, der zweite Mercedes, das ist glaube ich die Yuki, der hatte mit dem weißen Reifen absolut keine Chance. Der ist da quasi gestanden im Vergleich zum anderen Mercedes. Und da wird es unfassbar eng in Turn 1 und wir geraten da auch aneinander mit Charles Leclerc. Es war wirklich sehr, sehr eng und sehr knapp hier. Da kann ich mich auch im Windschatten den Berg hier so ein bisschen hindern. Ja, heransaugen an Max Verstappen und da kommt es dann zu einer ganz, ganz leichten Berührung, obwohl ich eigentlich meiner Meinung nach nah dran war, aber ich glaube auch, vielleicht hat Verstappen da gar nicht damit gerechnet, dass ich da den Overtake setzen will. Ich finde das Design immer noch wunderschön und da freue ich mich ja extrem, dass wir jetzt eine ganze Season mit diesem legendären Design fahren werden. Wir fahren auch eine komplette Season, sprich Monte Carlo, auch wieder Saudi-Arabien und vor allem auch natürlich die kompletten Las Vegas und, also alle 23 Rennen, die auch 2022 23 gefahren worden wären. Auch hier dann den Berg rauf, Runde Nummer 2 konnte ich mich dann hier gegen Yuki Tsunoda durchsetzen, der eine unfassbare Pace am Tag gelegt hat, also wirklich, der mit dem weißen Reifen ist schon fast so schnell wie ich mit dem roten und das macht mich halt echt ein bisschen irre. Wir sind jetzt hier am Ende der zweiten Runde und ich kann mich kaum von Hogger absetzen. Der ist mit seinem roten Reifen unfassbar schnell und ich mühe mich auch, den Sainz und Russell nachzukommen. By the way, Russell mit dem weißen Reifen und da zieht jetzt Dennis Hogger wieder an uns vorbei, lässt uns aber da ein bisschen Platz zum Atmen. Ich fahre da echt über den Körper, damit rechnet er nicht. Gehe ein bisschen weit in Turn 1 und kann mir dann die Innenkante hier gönnen. Und wir bleiben noch auf dem sechsten Platz, aber das ist alles andere als easy mit unserem Auto hier, sich da einen Namen zu machen. Vor uns wird es auch ganz, ganz interessant. Sainz arbeitet sich langsam an Russell dran. Das Problem ist halt, Russell hat ein unfassbar schnelles Auto, also for real. Der war beim ersten Qualifying, Run, war der einfach mal eine halbe Sekunde schneller als alle anderen am Feld, also wirklich, das war wirklich krass und da dachte ich mir schon, jo, der McLaren ist ein Wahnsinn, der ist eine Rakete und ich habe auch einen hinter mir, Russell, glaube ich, könnte auch ein Geheimtipp werden, ich glaube auch, er ist der einzige von der Spitzengruppe, der mit einem weißen Reifen unterwegs ist und jetzt holen wir uns hier mal Purple im ersten Sektor und da ist es gelb, da scheidet jemand aus, es ist Charles Leclerc, der Unruhestifter von Turn 1, ist natürlich schade für ihn, dass er da wieder ausscheidet. Aber das sind natürlich auch wichtige Punkte, die da verloren gehen. Ich hoffe natürlich auch ein bisschen auf Safety Car oder irgend sowas. Wird es vermutlich aber nicht geben, denn die roten Reifen, die sind wirklich eine eher schlechte Entscheidung gewesen. Sie waren zwar gerade zu Beginn des Rennens unfassbar schnell, aber jetzt Ende so 7. Runde, sie bauen richtig ab. Ich kann die Pace nicht mehr halten. Sainz hat anscheinend ein besseres Management drauf, auch hinter mir. Hogger hat jetzt schon wieder über 2 Sekunden aufgeholt. Wir waren zwischenzeitlich auf 3,5 Sekunden Vorsprung. Und jetzt ist Hogger fast auf die Sekunde, es variiert ein bisschen, aber ist jetzt fast hier wieder dran gekommen. Das ist wirklich krass. Ja, ich weiß nicht genau, 20 Runden sind es zu gehen, wann kommen wir circa rein? Es ist interessant zu sehen, werden wir jetzt schon eher 7., 8. oder doch erst 9., 10., irgend sowas. Geplant wäre meiner Meinung nach ehrlich gesagt gewesen, 8. Runde. Aber ich denke mir so, wenn die Reifen jetzt schon so tot sind, vielleicht dann 7. vorziehen, aber dann wirst du am Ende wieder Probleme bekommen mit dem Reifen. Also es ist halt eine ganz, ganz schwierige Sache. 1,3 Sekunden, 1,2, jetzt holt er auf im Windschatten noch. Mein Exit war jetzt auch nicht perfekt. 1,1 Sekunden, es reicht aber noch, um ihn aus dem DS-Fenster zu halten. Ja, das kann noch einmal interessant werden. Auch Sainz, beißt sich jetzt die Zähne an Russell aus, dass das gesamte Rennen bis jetzt nicht an Russell vorbeigekommen und ich werde versuchen, jetzt in die Box zu gehen. 8. Runde, es ist genau nach Plan gelaufen, auch wenn Hogger da vermutlich es geschafft hätte, jetzt an uns an Start und Ziel vorbeizugehen und das wollte ich halt per Du nicht. Sadala. Aber das Fenster ist erst in Runde Nummer 9 offen, was bedeutet, die KI wird erst 9., 10., 11. Runde reinkommen, was uns so ein bisschen dieses Undercut-Fenster würfeln würde. Toller Stop, 2,3, wir hatten schon schnellere, aber es gab natürlich auch schon deutlich langsamer. Wir fallen tatsächlich auf den letzten Platz zurück, mit dem habe ich absolut nicht gerechnet.
Und jetzt heißt natürlich, sich ein bisschen hier ganz, ganz schnell eingewöhnen in die gelben Reifen und dann ganz, oh mein Gott, die Reifen sind zu kalt. Und dann natürlich direkt Angriff an die Konkurrenz, an die Spitze und vor allem auch an Sainz, eventuell noch ein bisschen weiter vorne. Es wäre cool, das Podium heute, aber natürlich wäre es auch toll, mal den Undercut gegen Sainz zu wagen, eventuell auch gegen Russell was zu machen. Da weiß ich natürlich auch nicht, ob wir die Pace generell überhaupt halten können. Jetzt einmal hier zurück ins Renngeschehen. Magnussen vor uns, auch der Fries vor uns. Das ist interessant, Magnussen immer noch in der Formel 1. Wir reden hier vom Jahr 2029 und ein Kevin Magnussen fährt einfach immer noch in der Formel 1. 6 Jahre in Folge, das bedeutet, der ist ja schon knappe 40. Das finde ich echt sehr interessant. Aber ein Lewis Hamilton und ein Alonso haben schon retired. Ja, das ist natürlich traurig für die Motorsportwelt, aber das, oh mein Gott, da gibt es die Bürger mit dem Hinterreifen, das war ganz, ganz knapp hier den Berg rauf. Das finde ich echt interessant, Leute. Hier jetzt auch ein Kevin Magnussen. Ich weiß nicht genau, ob ich mich vielleicht dahinter halten soll, aber nein, das geht einfach nicht. Ich kann jetzt nicht irgendwelche Spielchen hier machen. Ich muss jetzt hier an K-Mac vorbei. Und ja, jetzt bekommt er das DRS. Der wird jetzt aber auch nicht stark angreifen können auf der Graben. Sein Exit war so langsam. Da geht eine Riesengruppe in die Box. Auch ein Mercedes ist drin. Und by the way, ein McLaren war auch schon drinnen. Das finde ich jetzt interessant. Wer dieser McLaren war? War es Hauger oder doch Russell? Wenn es Russell gewesen wäre, dann wäre der unfassbar weit vorne. Also das sind da, wir reden da locker von 7-8 Sekunden. Ich weiß nicht genau. Das müssen wir uns auf jeden Fall dann angucken, wenn die restlichen auch in der Box waren. Und das war jetzt nun. Wir sind jetzt an Filipe Drugovic dran, der es mittlerweile auch in die Formel 1 geschafft hat. Aus der Kurve raus mit einem tollen Exit. Wir können hier ihn locker holen. Und auch Liam Lawson immer noch im AlphaTauri, im Windschatten. Und da gehen wir blödsinnigerweise vor der letzten Kurve an ihm vorbei. Und ich bekomme doch das DRS. Das war ganz, ganz knapp. Und wir bekommen da das DRS. Auch der Teamkollege ist jetzt in der Box. Die schnellste Rennrunde ist gefahren. Und das war eine sehr, sehr tolle Runde. Und es war tatsächlich George Russell, der in der Box war. Auch vor mir waren schon einige in der Box. Pierre Gasly und auch Lando Norris waren eigentlich nie in meiner Sicht. Und Norris jetzt auf einmal bei Mercedes. Sehr, sehr interessant. Ja, Sainz, glaube ich, war noch nicht drin. Jetzt ist der auch drinnen mit dem Aston Martin. Und wir holen uns erneut die schnellste Rennrunde. Und schaffen es, Carlos Sainz hier zu überholen. Der Undercut ist geglückt mit 3 Runden. Und in der ersten Kurve wird es ganz eng. Ganz, ganz eng. Pierre Gasly und auch Lando Norris mit Theo Pourchaire hier in einem Dreierfight. Und ich kann mich da fast einmischen. Ich hoffe natürlich, dass ich mich einmischen kann. Ich würde unfassbar gerne an den Jungs auch vorbeigehen. Und da geht Norris ganz, ganz weit und bremst ein bisschen Pierre Gasly aus. Wir müssen jetzt noch einmal zurückstecken. Aber ich würde mal sagen, in der nächsten DRS-Zone könnten wir uns einen catchen. Vielleicht sogar da unten, wenn der Exit toll ist. Und der ist es. Wir gehen hier innen an Pierre Gasly vorbei. Und auch Lando Norris, den könnten wir uns noch schnappen, wenn wir einen guten Exit aus dieser Turn-13-Kurve, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Kurve das ist, aus dieser engen Haarnadelkurve haben. Und der Exit war okay, da war es ja solide. 4 Zehntel, DRS ist on, er ist es on und jetzt auch im Windschatten können wir da sich immerhin auf unter 3 Zehntel dran sorgen. Den Berg rauf, da müssen wir noch einmal richtig was an Zeit finden. Unsere Reifen sind natürlich jetzt im perfekten Betriebsfenster, aber seine vermutlich auch. Und der Exit hier ist lebensnotwendig und der war ein Traum, Leute. Im Windschatten saugen wir uns hier dran, aber ich bin ja nicht blöd, denn ich würde es nicht in Pourchaires DRS-Fenster schaffen. Wart hier bis zur letzten Kurve und gönnen wir dann auch noch das DRS für die Geraden. Das nennt man Smart Driving, würde ich mal sagen. DRS ist on und jetzt heißt natürlich das Ziel bis zum Podium, Leute. Das wäre das Podium, das müssen wir jetzt unbedingt noch einmal angucken. Da war jetzt mal das erste, ja genau, in Runde Nummer 12 gegen, ja, da konnte ich später bremsen, bin wirklich ganz, ganz lange auf der Bremse drauf gewesen, um hier wirklich das späteste Manöver zu wagen. Und in Runde 15 schaffen wir es tatsächlich ins DRS-Fenster von Theo Pourchaire. Wir machen nur so ein bisschen, oh mein Gott, guck dich mal den Vorsprung von Russell an. Der ist 6 Sekunden vor uns und das mit dem roten Reifen, der hat perfekte Strategie und vermutlich auch eine unfassbare Pace. Also dieser McLaren ist sau stark. Ich hoffe natürlich auch, dass das nur eine, ja, ein Moment des Schwächens ist von meinem Auto aus. Und ich hoffe auch, dass wir dann in Saudi-Arabien oder Australien endlich wieder die Konkurrenz
angreifen können. Jetzt aber mal hier zurück, back in back. Ich muss hier irgendwie an Theo Pouchet drankommen. Der hat auch eine unfassbare Pace. Also das ist wirklich schon überirdisch, wie schnell die ganzen Autos geworden sind. Da komme ich, werden ihm die Strecke kosten ein bisschen Zeit. Aber in diesem fernen Duell Windschatten, da kann ich mich immerhin noch in diesen 7-Zehntel-Polster von ihm reinarbeiten. Aus der letzten Kurve raus, der Exit ist wichtig, der war auch toll. Da, na gut, der war scheiße, der war richtig grottig. Ja, das DRS wird uns zwar so 5-Zehntel dran bringen, aber sonst wird das eher nichts werden. Das, der DRS-Effekt ist auch ganz, ganz schlecht. Wir sind mittlerweile, falls ihr diesen smoothen Cut gesehen habt, in Runde Nummer 18. Und jetzt bin ich wirklich nah dran an Pouchet. Kann uns die Australier tatsächlich das gesamte Rennen hinten halten? Ja, hier könnte ich, aber ich bin so weit weg, da kannst du auch nicht irgendwie reinhalten. Ich bin so ein bisschen im Verzweifeln. Ich fahre jetzt schon die 7. Runde oder die 6. Runde dahinter ihn her. Nein, das ist der 5. oder so. Aber es ist dennoch echt mühsam. Du probierst wirklich hier, da, da noch ein bisschen Zeit zu finden. Ich fahre auch hier schon eine komische Linie, um mehr Schwung mit rauszunehmen. Die hat tatsächlich funktioniert. Da habe ich wirklich eine Zehntel gefunden. Aber ja, das ist dann wirklich halt mühsam, wenn du ähnlich starke Autos hast und dir die Zähne ausbeißt, aber dennoch nichts da kommt. Das ist wirklich... Mann! Ich will endlich vorbei an dem. Der Exit war jetzt okay, dass die Rest hat mir geholfen, um hier dran zu bleiben. Aber ja, viel näher als diese 7... Ja, so 5 Zehntel kommen wir leider nicht. Der Exit hier, come on, dann im Windschatten uns dran saugen und am Startziel hoffen, dass da einiges gut geht. Der Exit war okay, da konnten wir auch jetzt im Windschatten, können wir uns da vielleicht auf unter 6 Zehntel dran saugen? Nein, können wir nicht. Und jetzt, come on, letzte Kurve, war traumhaft, halbe Sekunde. Das ist, so nah waren wir bis jetzt noch nie dran vor dem DRS-Punkt. Und jetzt auch das DRS on, da werden wir auf unter 4 Zehntel kommen. Da bin ich mir nahezu sicher. Da bin ich mir nahezu sicher auf unter 4. Es war nicht ganz unter 4 Zehntel. Es waren 4,5. Aber wir sind jetzt so unfassbar nah dran. Aus Turn 1 raus. 3 Zehntel im Windschatten hier. Das DRS darf noch einmal aufgemacht werden. Doch jetzt ist die Chance wieder vorbei. 3,5 Zehntel mehr war es dann doch nicht. Ich will nur nicht den Anschluss verlieren an Pouchet. Wir sind in Runde Nummer 20. Wir sind jetzt auf unter 4 Zehntel dran gekommen, aber jetzt kommt hier der Quersteher und das wird es vermutlich gewesen sein, Leute. Ich schaffe es nicht mehr hier an dem Australier vorbeizugehen. Der hat ein sehr, sehr solides Rennen gefahren, hat uns da wirklich über weite Strecken, ja, zappeln lassen. Der war wirklich sehr, sehr stark und vor allem auch fehlerlos von dem Australier. Der hat sich da den 2. Platz verdient. Vielleicht gelingt uns hier noch irgendwas, aber mit dieser Burke von Otto wird es ganz, ganz schwierig, den 3. Titel zu holen. Also da bin ich mir nahezu sicher, dass wir da noch einiges finden müssen, noch einiges arbeiten dran müssen. Bin auch mal gespannt, wo der Piastri hingefahren ist. Ach, Pouchet, bin ich blöd, das ist ein Franzose. Ich sage ganz nicht Australier. Ja, natürlich, der Australier, nicht der Franzose, nicht der Australier. Ich verwechsel ihn mit Piastri. Da waren wir auch nah dran in Runde 17. Nein, das war... Es war halt immer wirklich so ganz knapp, aber doch weit weg. Und ja, mittlerweile hier am Ende der 20. Runde. Hier war zwar ein leichter Rutsch, aber von mir auch. Also meine Reifen sind natürlich auch deutlich älter als seine. Die sind da 2 Runden älter. Und das macht dann am Ende vom Rennen dann tatsächlich einen großen, großen Unterschied. Aus der letzten Kurve raus hatte ich einen Zucker-Exit. Doch das Rennen hat sowieso eindeutig George Russell gewonnen. Also mit über 4 Sekunden Vorsprung finde ich, das war wirklich ein tolles Ergebnis für beide. Mein eher schwächelndes Qualifying hat dazu geführt, dass wir hier im Rennen nur 3. geworden sind. Was meiner Meinung nach auch ein Top-Ergebnis war, aber ich hätte schon gern Theo Pouchet gehabt. Eine erstaunliche Teamleistung hat hier in der Wüste zum Sieg geführt. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung.
Jo Leute, der WM-Stand, glaube ich, ist ziemlich eindeutig. Wir haben ja als Konstrukteure wenig Punkte geholt. Ein Punkt von Oscar ist okay, aber ja, das McLaren-Team holt dann noch mehr. Aber ich glaube, das Aston-Team hat, das hat weniger geholt. Ja, wir sind Dritter in der Fahrerweltmeisterschaft und auch Dritter in der Konstrukteurs-WM. Das ist natürlich sehr stabil, aber ich hoffe natürlich auch, dass wir da am nächsten Rennen direkt anknüpfen können. Also falls ihr es kaum erwarten könnt, die nächste Episode zu sehen, abonniert gern kostenlos den Channel. Keine Challenge geschafft. Oh yes, Leute, das ist natürlich top. Das freut die Sponsoren so safe, dass wir keine einzige Aufgabe geschafft haben. Das ist Galgenhumor, Leute. 10 Runden führen, wie hätte ich das jemals schaffen sollen? Aber ich wusste natürlich auch nicht, wie ich letzte Season die Sachen angenommen habe, dass das eine eher schwierigere Season werden wird. Abonniert gern kostenlos den Channel, wie gesagt. Schaut auch gerne auf Instagram, IT-Gaming vorbei. Und guckt euch mal den Simulator an, Leute. Und schaut auch gern auf TikTok, IT-Tobi vorbei. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Abonniert gern kostenlos. Und morgen oder übermorgen soll es dann hier weitergehen oder später auf TikTok. Und ciao.